Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch, nennt die Göttin ihn ebenfalls. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Eigentlich ganz würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache, ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Rost, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Die Alte ist cool. Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der Nur, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Horizon Zero Dawn. So, nachdem Steam dann doch so einige Probleme gemacht hatte und es eigentlich offiziell ab 17 Uhr freigegeben war, kann ich jetzt knapp 1,5 Stunden später endlich Horizon Zero Dawn spielen. Das Video in der Einführung hat mich schon sehr begeistert und die alte habe ich irgendwie jetzt schon lieb gewonnen. Und ganz ehrlich, also den Vater in Anführungszeichen, das ist ja scheinbar nicht ihr leiblicher Vater, den muss man einfach lieb haben. Ich hoffe, das Spiel wird genauso geil wie diese Einführung, die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Wir starten jetzt erstmal. Viel Spaß! Aloy! Aloy! Oh, du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Nicht. Ist das eine Art Höhle? Wir können sie also auch schon mal spielen, wenn wir klein sind, okay. Also ich kann jetzt schon mal sagen, ich hoffe, dass das vom Spiel noch verbessert wird. Ich hatte schon 2 Abstürze, obwohl ich die Mindestanforderungen wirklich weit überschreite und ja, ich sogar alles mittlerweile auf Mittel runtergeschraubt habe. Oh, das war laut. Ich denke mal, das liegt daran, dass wir jetzt... Aber ich passe durch. Ne? Achso, okay. X zum Ducken. Wo habe ich denn X? Da habe ich X. Bei mir sind die Tasten etwas anders. Ich hoffe, dass das muss aber eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Okay. Ziemlich dunkel hier. Und ziemlich kalt, aber naja, Metallwelt, okay. War das ein Frosch? Nee, eine Ratte. Ratte, bleib doch mal hier. Ross sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Leute, kann man irgendwie die Vibration vom Controller ausschalten? Das geht mir jetzt schon total auf die Nerven. Ich meine, wer braucht sowas? Ich höre auch immer nur, dass die Leute sich das ausschalten, weil es ja ziemlich nervt. Ja, also wenn jetzt die Grafik nicht ganz so hochwertig ist, wie gesagt, es liegt daran, dass ich alles auf Mittel eingestellt habe, um zu verhindern, dass das Spiel, was anscheinend noch zu neu ist, um hundertprozentig zu funktionieren, als ja heute erst rausgekommen ist, dass das Spiel ständig abstürzt. Was ist denn das hier für eine Klappe oder was ist das? Aber auch so finde ich persönlich jetzt die Grafik ziemlich geil. Hat auch ziemlich lange gedauert. Also nachdem ich ja gestern... Nachdem ich ja gestern schon das Spiel runterladen durfte, musste ich heute noch mal knapp eine Stunde darauf warten, nochmal ein Update runterzuladen. Also gestern da vorne ist irgendwas. Da vorne? Da vorne meint sie wahrscheinlich rechts, geradeaus. Was ist das? Das weiß ich nicht, aber es sah schön aus. Oh, ja, es sah schön aus, stimmt, aber es ist eigentlich ein Toter. Da glänzt doch etwas. Lichter, überall! Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von RS ein oder aus. Ah, okay. Ja gut, die anderen Sachen sehe ich ja trotzdem. Also das mit dem Fokus, das... Der ist aber immer um mich rum. Ah, Moment, da ist aber... Kann ich irgendwas eingeben? Oder was ist das hier im Bild? Ich weiß es nicht genau. Es sieht auf jeden Fall krass aus. Also auf sowas war ich jetzt nicht so richtig eingestellt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, wir laufen jetzt durch die Gegend und töten halt ein paar... Eine Metalltür. Verschlossen. Nee, echt? Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Wie soll ich das denn machen? Mit links geht es auch weg. Noch mehr Lichter. Ach so. Ah. Aha. Brandschutztour. Verstärkt. Verschluss. Integrität erhalten. Ah, man muss da drauf stehen bleiben. Okay. Verstärktes Platinkabel. Brandschutztür. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Nutze das Holo-Schloss. Ja, und wie? Das ist ja... Genau, das ist weg, wenn ich das hier... Das ist doch auf der anderen Seite, oder nicht? Also, für mich sieht das so aus, als ob es auf der anderen Seite ist. Das heißt, wir müssten dann irgendwie da hin. Hier steht auch, wir sollen da hingehen. Kann das sein? Laufen kann sie auch nicht. Also nicht schneller zumindest. Hallo, Ratte! Okay, das kann ich auch nicht benutzen. Gut, wir benutzen mal einfach das Ding, was wir hier gefunden haben. Das war eigentlich das da, oder? Aber da steht, ich soll da irgendwas benutzen. Sicherheitsmechanismus. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Okay. Ah. Ein Farbwechsel. Okay. Ich bin gerade total überfordert, aber es ist alles gut. Also bin ich aber auch gleichzeitig irgendwie fasziniert davon, was man hier alles machen kann und so. Das ist krass. So. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Nur mein Sichtfeld ist stark. Ein Farbwechsel an der Tür. Ja, ein Farbwechsel. Das ist gut. Tür öffnen. Ah. Geschafft! So, wir müssen aber immer noch einen Weg nach draußen finden, ne? Aber das ist schon mal gut, dass sie zumindest anzeigen, wo wir hin müssen. Das heißt wohl, wir müssen nach unten, denke ich mal. Das ist cool. Wahrscheinlich würde ich sonst völlig verzweifeln. Ja, das wahrscheinlich nicht, aber so ist natürlich besser. So kann man sich darauf konzentrieren, was man eigentlich machen möchte. Also sprich die Story. Und noch ein Gerät. Nicht das, was im großen Raum war. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ja. Also reinkommen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass es hier jetzt keine Geheimnisse oder so gibt, die man jetzt hier noch finden kann. Weil ich konzentriere mich natürlich jetzt erstmal darauf, die Story so zu spielen. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Datenbeschädigung schwer. Drücke Y, um den Audiodatenpunkt abzuspielen. Will er aber nicht. Ja. Warte, das ist Y. Okay, ich darf anscheinend nichts abspielen. Kann auch sein, dass es vielleicht noch verbuggt ist. Oder? Und Machu Picchu. Ah, das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Okay. Achso, sie ist anscheinend auch langsamer, wenn sie hier in diesem Modus drin ist. Okay. Kann man hier das auch einscannen? Ja. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, du musst wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Da ist was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, also die schwere Beschädigung, die bekommt man auf jeden Fall mit. Was ist denn das da? Ist nochmal was zum Einscannen wahrscheinlich. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass der... Oh. Oh, okay. Also wir können auch rollen. Ich wollte eigentlich nur rausgehen, aber gut zu wissen. Springen können wir auch. Haben wir noch was anderes? Das war in die Hocke gehen. Und Y scheint nur ja, auf die Daten bezogen zu sein. Ja, ich bin hier unten. Er ist da. Ja. Rost hat mich gefunden. Ja. Hier unten. Ich komme. Urmutter sei Dank. Komm, Kind. Nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen.